Beauty kann richtig teuer sein. Auch kleine Preise können an der Kasse ganz schnell eine große Summe bedeuten. Und dann probiert man das Ganze zu Hause aus und stellt sogar fest, das hat sich nicht mal gelohnt. Aber keine Sorge, dafür bin ich ja da. Hi, mein Name ist Rebecca and my life is kinda crazy. Gemeinsam testen du und ich regelmäßig hier auf unserem Kanal Neuheiten aus der Beauty-Welt und Produktempfehlungen aus der Drogerie aus. Und heute geht es um den Kern, um Drogerielieblinge, die du unter 5 Euro bei DM und Co. findest. Und dieses Video ist natürlich auch für meine Sparfüchse, aber in erster Linie für unsere jüngeren Schwestern in der Community, die ihr Taschengeld ab sofort nicht mehr für überhypte, teure Produkte ausgeben sollen. Let's go! Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir gucken uns heute Drogerieprodukte an, die weniger als 5 Euro kosten. Und wir legen direkt los. Fürs Gesicht habe ich gefühlt 50 Produkte und für meinen Körper keine einzige Bodylotion. Das geht natürlich nicht und deswegen habe ich mich vor ein paar Wochen in die Repair & Care Serie von Nivea verliebt. Ich mag die Produkte so gerne, weil sie bis zu 72 Stunden pflegen und das ist echt praktisch, weil ich zugegeben ein bisschen eincremefaul bin. Und ich finde, mit einem Pumpstoß kommt auch so die perfekte Menge einfach raus. Unabhängig von dem, was in der Creme ist. Ich war nämlich auf einem Nivea-Event und durfte zu Beiersdorf in die Entwicklung gehen und habe da richtig viel über die Inhaltsstoffe gelernt. Die sind toll. Ich mag einfach auch sehr gerne, wie die Haut sich danach anfühlt. Dieses richtig weiche Gefühl und dass die Creme einfach sofort einzieht. Also du nicht ewig lang irgendwie so nass geschwitzt oder fettig rumläufst. Weißt du, was ich meine? Wenn du mir auch auf Instagram folgst, weißt du, dass ich aktuell die Wild-Deos sehr gerne mag. Die gibt es mittlerweile auch in der Drogerie, aber nicht für unter 5 Euro. Und deswegen empfehle ich dir hier meine langjährige Rettung in schwitzigen Situationen. Also falls ich so unterwegs bin und mir schnell günstig ein Deo irgendwie mitnehmen möchte, wäre das auch immer noch meine Wahl. Es riecht so angenehm, einfach nach frisch geduscht. Ist ein absolutes Clean Girl Must-Have eigentlich schon. Schreib mal in die Kommentare, wenn du ein paar Clean Girl Must-Haves von mir sehen möchtest. Definitiv auch für jüngere Mädchen geeignet. Ich weiß, dass man sich in dem Alter auch schnell von so fancy Düften ablenken lässt. Dann riecht man irgendwie fancy nach Vanille und Candy und Eiswaffel und was weiß ich. Aber am Ende des Tages geht es ja darum, dass man den Schweißgeruch groß wird oder gar nicht erst entstehen lässt und da ist halt sowas immer am besten. Pure Erfrischung für Gesicht und Körper, aber nicht nur, dazu später mehr. Die Wassersprays vitalisieren auf jeden Fall deine Haut und versorgen sie mit Feuchtigkeit. Achte gerne darauf, eine Version ohne Duft zu nehmen, denn Duftstoffe und Parfüme können deine Haut reizen und sind schlichtweg einfach nicht notwendig. Okay, wir müssen reden, so underrated, vor allem im Sommer. Aber nicht nur im Sommer, denn du kannst damit so viele Sachen machen. Das ist sogar als Fixing Spray das Beste, was ich je getestet habe. Dazu kommt auf jeden Fall sehr bald schon ein Video. Also abonniere auf jeden Fall diesen Kanal, um nichts zu verpassen. Hass, Liebe, ich sag's dir. Ich liebe und ich hasse das Produkt. Ich hasse es, weil es so teuer geworden ist. Ich hasse es, weil es manchmal zu sehr klebt. Aber ich liebe es, weil es eigentlich doch sehr gut performt. Ne? Für meine Augenbrauen, ich habe noch nichts Besseres gefunden. Ich fülle mir das immer in so kleine Tiegel dann ab und gehe dann mit meinem Bürstchen rein. Also wenn du wirklich doll fettige Haare hast oder gar nichts mehr gehst, auf ein Event gehst, wie auch immer, du einfach den Sleek-Bun deines Lebens haben willst, Get to be Kleber. Achtung, Lieblingsprodukt. Der Trockenshampoo-Schaum von Balea gehört ganz klar zu meinen Favoriten. Okay, er zaubert wie fast jedes andere Trockenshampoo auch, halt frische Haare, aber zusätzlich darfst du dich auf mehr Volumen durch die Föhntechnik freuen. Deine Haare werden einfach wieder in Form gebracht und ich liebe dieses Produkt so sehr. Die genaue Anleitung findest du nochmal in der Infobox. Den gab es lange nur online und jetzt gibt es den endlich auch in der Drogerie. Ein Trockenshampoo-Schaum. Nicht nur unsere Haut braucht Schutz vor Hitze, sondern auch unsere Haare. Dieses Balea 5-in-1 Sprühpflegeseidenglanz ist für mich eigentlich basically nur ein Hitzeschutz. Ich kann meine Haare jetzt leider nicht unter einer Lupe irgendwie auseinandernehmen und gucken, ob das wirklich komplett vor Hitze schützt. Aber ich kann dir meinen Erfahrungsbericht geben. Und zwar benutze ich das jetzt schon seit Jahren. Und meine Haare werden regelmäßig mit Hitze gestylt. Und ich habe das Gefühl, dass meine Haare relativ gesund sind. Deswegen kann ich dir das rein gewissens empfehlen. Okay, Sprühconditioner für weiche, glänzende und gesund aussehende Haare lieben wir. Die Anwendung ist super leicht. Einfach nach der Haarwäsche oder zwischendurch in die Haare sprühen und nicht auswaschen. Easy, oder? Seht, ich habe auch schon gut was verwendet. Ich benutze das gerne vor dem Haare föhnen, weil es meine Haare pflegt, weil es nochmal Feuchtigkeit gibt und es schützt vor Föhnhitze. Ein etwas leichterer Hitzeschutz, wenn du möchtest sozusagen und es unterstützt dich in der Erkennbarkeit. Riecht sehr geil. Unter 5 Euro und kann definitiv mit. Mein Daily Begleiter, das Haarfluid Natural Beauty von Balea. Es ist perfekt für geschädigtes und strapaziertes Haar, aber das ist mir völlig egal, denn ich verwende es als Styling-Produkt und das ohne schlechtes Gewissen, denn 96% der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs. Wenn du es bei DM nicht direkt findest, gib mich auf, Sis, es steht ganz unten im Regal. Das geht so easy peasy, das mache ich mir jetzt einfach nur so über meine Haare und die Flyaways sind weg und der Vorteil ist halt einfach, dass wir super gepflegte Haare danach haben und nicht super geklebte Haare, so wie wenn ich jetzt Gel reinmachen würde, was ich auch manchmal mache, aber heute
nicht. By the way, die allerbeste Bürste für so einen Sleek-Bahn. Ich verlinke dir die mal in der Infobox. Okay, tschüss Augenringe. Der Under Eye Brightener von Catrice sorgt für einen sofortigen Wacheffekt. Die hellrosa getönte Concealer-Creme ist speziell für die untere Augenpartie entwickelt und die Formulierung ist mit Hyaluronsäure und Shea-Butter angereichert. Und das Ergebnis ist ein frischer und wacher Blick. Und tupft mir einfach so ein bisschen Produkt unter die Augen. Ein bisschen großzügig jetzt gewesen vielleicht. Da bin ich auch relativ ungründlich, denn der Concealer regelt das gleich. Der Skin Loving Concealer von Essence kaschiert easy Pickelchen, Rötungen und Augenringe. Und das Schöne, er ist für empfindliche Haut geeignet und kommt ohne Parfüm, Alkohole, Silikone, Parabene und Mineralöl aus. Zudem hat er so eine pflegende Textur, weil da Aloe Vera drin ist. Das ist ein richtig toller Nebeneffekt und das macht das Produkt für mich zu einem absoluten Drogerieschatz. Und den mag ich so gerne, weil der so super leicht, aber trotzdem recht deckend ist. Bin da relativ vorsichtig, damit ich halt den Concealer nicht abtrage, sondern halt in die Haut irgendwie einarbeite. Naturkosmetik für einen schmalen Preis lieben wir. Der Altera Kompakt Puder, ja, der Puder. Ich dachte einfach immer, es heißt das Puder, aber nein, es heißt der Puder. Egal, lässt sich leicht und gleichmäßig auftragen und er schenkt dir auch so ein richtig natürliches, frisches Aussehen und das Ganze ohne diesen ungewollten Glanz. Dieses Puder benutze ich bestimmt schon seit 4-5 Jahren und ich kaufe das einfach immer wieder nach, weil das so perfekt ist. Da ist einfach nichts dran auszusetzen. Ich habe gar kein Bedürfnis, irgendwas Neues zu testen, weil ich so happy damit bin. Und ich mag das auch gerne, um so einfach die T-Zone und so abzupudern, denn auch wenn der Clean Girl Look immer, den ich sehr gerne mag, von so einem Glowy Look profitiert, gibt es so Bereiche im Gesicht, die müssen dann schon so ein bisschen abmattiert werden, finde ich. Dank dieser Filzspitze des wisch- und wasserfesten Essence Eyeliner Pencils funktioniert das mit dem Lidstrich besonders präzise. Bei mir hält der Stift gerne mal so ein Dreivierteljahr oder sogar ein ganzes Jahr, je nachdem wie oft ich den dann halt verwende. Und für 2,75 finde ich das absolut fair. Damit da auch wirklich immer Farbe rauskommt, drücke ich den so 2-3 Mal hier an. Ich habe das Gefühl, dann wird das erst so aktiviert, dass die Farbe rauskommt. Das ist der einzige Eyeliner, mit dem ich irgendwie ansatzweise zurechtkomme und gehört deswegen für mich auf jeden Fall in so eine kleine Basic-Ausstattung, wenn man denn gerne Eyeliner trägt. Für 2 Euro kannst du hier überhaupt nichts sagen. Ich benutze den immer im Blond, obwohl ich dunkelhaarig bin. Ich finde, das passt trotzdem ganz gut zu mir. Und der macht so ein richtig schön natürliches Ergebnis. Deswegen auch perfekt geeignet, wenn man gerade anfängt, sich zu schminken, weil der halt so ein bisschen verzeiht, ja. Der fällt nicht direkt auf, wenn man sich mal vermalt hat. Ihr kennt sie besser als ich mittlerweile. Gefühlt in jedem Video stelle ich diese Mascara vor. Die macht so ein schönes Ergebnis. Guck mal den Unterschied bitte an. Und die ist nicht wasserfest. Das bedeutet, für den Anfang, wenn man anfängt, sich zu schminken, ist das ideal, wenn man noch so ein bisschen vielleicht üben muss, wie kriege ich mein Make-up so richtig gründlich runter. Und deswegen würde ich ja für den Anfang vielleicht nicht unbedingt eine wasserfeste Mascara empfehlen, sondern echt die hier. Ach, den liebe ich doch auch, den Contouring Stick von Revive Loves Me. Mit dem helleren Ende lassen sich so Wangenknochen, Stirn oder Nasenrücken ganz gut highlighten. Aber das dunklere Ende benutze ich viel häufiger und zwar zum Konturieren. Aber natürlich auch von Essence die Babyguard Bronze and Blush Sticks. Ich weiß, die sind immer ausverkauft. Ah, und ich hoffe wirklich sehr, dass die bald dauerhaft und fest ins Essence-Sortiment kommen und für uns alle zugänglich sind. Noch gar nicht lange her, da hätte ich gesagt, so Cream-Produkte gehören auf jeden Fall nicht in eine Grundausstattung oder in so Make-up-Must-Haves für den Anfang. Aber durch Social Media hat das ja so einen richtigen bekommen. Und ich glaube, viele junge Mädchen tragen aktuell auch sehr gerne Cream-Produkte und die lassen sich auch so effortless mit einem Pinsel verblenden. Das heißt, für den Anfang, wenn du anfängst, dich zu schminken, sehr gut und sehr viel einfacher als vielleicht so Puder-Produkte, die du schichtest und wirklich präzise platzieren musst. Dupe Alarm, der Tropical Bronzer von Revive Loves Me, ist für ca. 3 Euro bei Rossmann erhältlich und ein richtig guter Dupe zu dem Hoola Bronzer. Der einzige Minuspunkt, er ist recht stark parfümiert, aber ansonsten in der Anwendung und Performance ein absoluter Star, wenn du mich fragst. Okay, schon wieder ein Rossmann-Liebling. Der Hollywood Glow Face and Luminizer ist super vielseitig einsetzbar und mein absolutes Make-up-Must-Have. Vor allem, wenn es um den Clean Girl Make-up-Look geht. Aber sie selbst. Einerseits empfehle ich den immer sehr, sehr gerne, weil ich dieses Produkt so liebe. Auf der anderen Seite lese ich dann so oft in den Kommentaren, dass es nicht überall Rossmann gibt. Das vergesse ich immer und es ist immer so blöd. Ich gucke, dass ich mal ein vergleichbares Produkt bei DM finde. Ich bin auf der Suche, ich habe jetzt noch nichts gefunden. Wenn ich den trage, dann ist es für mich schon der Clean Girl Look. Weißt du, der macht so ein bisschen bräuner, so wie sonnengeküsst, aber auch so einen leichten Glow, aber nicht so einen schwitzigen Glow, sondern so einen Glow, weißt du? Liebe den. Für 1,79 Euro ist dieser Essence Lip Liner in der Farbe Silky Hazelnut eine Empfehlung wert. Okay, guck mal, er soll ja bis zu 8 Stunden lang halten und wasserfest sein, aber da schreie ich mal ganz klar Nein dazwischen, denn das ist definitiv nicht der Fall. Wie alle anderen Lip Liner auch ist der relativ schnell weg und sollte zum Auffrischen schon in der Tasche parat sein. Und für ca. 70 Cent mehr kaufe ich auch voll gern von Catrice den Plumping Lip Liner und auch der verspricht vielleicht ein bisschen mehr als was er macht. Der Plumping Effekt ist vielleicht minimal da, aber darum geht es mir auch gar nicht, denn ich mag die Farbe Queen Vibes richtig gerne. Ich habe auch ein bisschen Scheiße gemalt gerade. Und das toppe ich jetzt mit dem Essence Lip Gloss. Der kostet nur 1,30 Euro, glaube ich. Und für den Preis wirklich sehr, sehr gut. Der hält auch länger, als man denkt. Das ist ja eine recht kleine Tube, aber der hält bei mir jetzt wirklich schon
paar Wochen. Let's Talk Skincare. Okay, Sis, lass mich bitte unbedingt in den Kommentaren wissen, ob du ein ganzes Video zu Drogerie-Skincare-Produkten für ein kleines Budget sehen willst. Ich hatte vor, das mit in dieses Video zu nehmen, aber das Video wäre einfach viel zu lang geworden und ich finde, dieses Thema hat ein ausführliches Video verdient. Aber um die Zeit so ein bisschen zu überbrücken, stelle ich dir hier schon mal zwei meiner Favoriten vor. Achtung, Dupe-Alarm! Mein aktuellstes Video zu dem 120-Stunden-Liquid-Moisturizer von Isana findest du in der Infobox. Mit dem 5% Panthenol-Komplex beruhigst du auf jeden Fall deine Haut und kannst Irritationen und Rötungen mildern. 6% Glycerin sorgen dafür, dass deine Haut intensiv mit Feuchtigkeit versorgt ist und mildert dabei auch noch Trockenheitsfältchen. Die Pflege ist für jeden Hauttyp und auch bei trockener Haut geeignet und sofort wirksam. Dieses Produkt hat einen neuen Look und einen neuen Preis. 4,99 € ist ein bisschen teurer geworden, aber ganz knapp noch unter 5 € und ist den Preis auch eigentlich echt wert, denn wir haben hier eine Feuchtigkeitsbombe für deine Haut und es beruhigt deine Haut, es stärkt sie auch und ist perfekt einfach so für den ersten Schritt, bevor du dann mit den Serien oder mit deinem Make-up oder was auch immer anfängst. Wir sind ja hier auf Schwesterniveau, ja? Also ich würde jetzt nicht sagen, wenn meine Schwester mich fragt, brauche ich das definitiv, soll ich das von meinem Taschengeld holen? Würde ich sagen, ist nicht das erste Produkt, was ich dir empfehle, aber definitiv so Top 10. Lichtschutz ist A und O und ich verwende ja sehr gerne auch den von Gepoda. Das ist absolut nicht Drogerie und absolut nicht unter 5 €, das weiß ich. Und deswegen hier eine Alternative, die nicht fettend ist. Das ist ein Fluid und ich liebe das. Es ist von der Pimpette her nicht mein Favorite, aber das, was es macht, ist wirklich toll. Wenn du danach über deine Haut gehst, merkst du richtig, wie leicht das ist und dass das nicht schwer auflegt. Also kannst du es richtig gut auch verteilen. Ich mag das sehr gerne. Und da wir hier unter Schwestern sind, wäre das sehr fair, wenn ihr mir eure Drogeriefavoriten unter 5 € mal verraten würdet. Denn ich kenne natürlich auch nicht alle Produkte und bin immer offen für neue Empfehlungen. Ich freue mich so, es ist wieder Zeit für eine Verlosung. Diese Box habe ich selber für euch zusammengestellt. Es sind nicht nur Drogerieprodukte drin. Wir haben hier zum Beispiel einmal auch eine Foundation von MAC. Ich weiß, mit der Farbe ist immer so ein bisschen, weiß ich immer nicht, ob die euch dann passt, aber wenn nicht, dann verschenkt ihr die bitte einfach einer Freundin oder jemanden, der die gerne haben möchte. Wir haben hier ein Nachtpeeling-Serum von Nivea drin. Wir haben natürlich einmal das Haarfluid drin. Wir haben auch ein bisschen was für die Zahnpflege und eventuell haben wir da auch was von Yepoda drin. Alles, was du tun musst, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, steht jetzt in der Infobox. Ich werde die Box noch ein bisschen aufstocken und dann freue ich mich sehr bald, wenn eine Person von euch das gewinnt. An der Stelle bedanke ich mich, dass du dieses Video bis hierher geguckt hast. Ich freue mich schon aufs nächste Video. Ich sage, mach's gut, bis dahin und tschüss!